Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Wir haben letzte Folge die Gefährten aus dem Wald gerettet mit unseren Elben und müssen jetzt das Haus von Galadriel beschützen, beziehungsweise auch den Ringträger, also Frodo. Schauen wir mal, wie gut wir das... Barracks, Golden Barracks, was ist das? Ein Storehouse. Da steht schon Zeug. Ich brauche hier nochmal eine Garnison. Prepare yourself! Moria Goblins come from the north. Haltet nach dem Feind Ausschau. Die kommen also von oben. Elben, hierher! Nothing, aber. Die Brücken kann ich wenigstens ein bisschen defenden. Die Frage ist, was heißt bei denen denn zum Beispiel Norden? Ist das jetzt der Norden für die? This is Mountain Trees. Nein. The Mirror of Galadriel shows many things. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. Nothing aber. Tangaroyai. Weiß jetzt gerade echt nicht her, woher die kommen. Die zwei Brückenübergänge sind. Oh, hier ist noch einer. Scheiße. Machen wir mal sowas hin. Sie kommen von allen Punkten. Schnell, Elben der Wälder. Ich hätte gedacht, aus dem Norden kommen sie. Wie der Wind. Beschissen, wenn es da, wenn die da mal aufkreuzen überall. Ich kann nicht mehr Arrows machen, glaube ich. Doch, jetzt hat. So, unsere Truppen sollten das gut verteidigen. Wir dürfen nicht scheitern. Halt die Guides all enemy units in location. Haltet sie in Schach. Zieht euch zurück. Haltet nach dem Feind Ausschau. Elben, hierher. Das kommt schon. Lorien schickt seine Bögen. Cave Trolls come from the north. Make ready, archers. Von welchem Norden denn? Die kommen von überall. Bereit? Beeilt euch. Von dem Norden wollte ich mich verarschen. Attacke! Seid bereit, Elben! Scour the forest and kill all the orcs. We must not let them befoul the woods for Mordor. Dieser Schmerz, ist unerträglich. Greift weiter an! Wir kämpfen für das Mittelerde. Land versinkt in Dunkelheit. Gönnt ihnen keine Pause! Wir müssen die Wälder schützen. Scheiße, die haben unten alles übernommen. Von mir, sie können auch die Angriffe forthalten. Was ist los? Bereit? Ich muss erstmal die ganzen Angriffe auf einen stabilen Punkt kriegen. Unser Mut ist ungebrochen. Zurückziehen. Zurück, kommt mit mir. Unser Pfad ist sicher. Wir können nicht hier bleiben. Die haben sich hier überall aufgebaut, die Ärsche.
Ich bin dafür, dass wir uns sammeln. Ich hoffe, dass das so gut funktioniert, wie ich hoffe. Hätte ich auch bauen können, okay. Aber Radagast kann ja schon mal hier ein bisschen Tumult machen. My quest begins. Away with them. Kommt, weg mit denen. Macht euch bereit, Elben. Ich schicke an jeden bereit. Übergang eine Division von denen. Still, Elben des Waldes. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Und den kann ich das hier. Ist der Weg. Bereit? Achtet auf eure Schritte. Wir müssen die Wälder nach dem schützen. Feind Ausschau. Macht euch bereit, Elben. Wir müssen vorsichtig bereit? Sein. Schnell, Elben also, des Waldes. Also irgendein Timer abgelaufen. Radagast hat schon mal einen ausgeschaltet. We must stand against the shadow. Jetzt gehen wir über die Brücke drüber. Wir machen hier mal SDRG 2 draus. Dann, ich weiß ja nicht, was genau passiert. Wahrscheinlich auf einmal tun die vielleicht vorrücken oder was. Ja, da kommt noch eine Welche an. Alle auf die Elgen, auf die Trolle. Vernichtet die Trolle, der Rest geht schnell. Hey, ist Final Attack? Wir dürfen nicht scheitern. Das ist niedergut. Lasst keinen am Leben. Ich schicke einen Bogentrupp noch nach da drüben. Einfach für die Sicherheit. Greift weiter an. Damit wir hier langsam vorrücken können. Brauchen wir halt dementsprechend auch wieder Divisionen. Die Punkte halten, auf die wir jetzt gerade nicht schauen können. Was kann ich jetzt eigentlich mit 20 Punkten? Das sind ja wieder ordentlich. Modify Hero Buff. Wenn das mache, kriege ich die zwei. Wenn ich das mache, kriege ich die zwei am Ende. Summon Serene Outpost, Repair Structures. Da müsste ich jetzt das hier erforschen. Friendly units within the mist. Okay. Stunts enemy units slowly heals allied units across the map. Okay. Also ich finde ja die beiden cool. Das ist ja auch alles so. Summons a giant eagle. Ai, das wäre cool. Aber dafür müssen wir zum Beispiel sowas hier aufstellen. Ah, das ist gar nicht doof. Dann machen wir das jetzt hier. Holen das hier uns. Weil da können wir einen Igel holen. Und der kann uns richtig geil unterstützen. Kreist sie ein! Gut, die Division mal hier vorne hochhalten. Bogenschützen aufschließen. Haltet sie in Schacht! Zieht euch zurück! Wir müssen Saurons Diener vernichten! Zurück, zurück! Vorwärts in die Schlacht, Elben! Ich glaube, wir tun halt wirklich gerade einfach alles, was da unten lang laufen wollen würde, aufhalten. Das ist der Grund, warum wir jetzt eigentlich doch gut dastehen, weil wir hier eigentlich beide Punkte mit einem riesigen Heer aufhalten. Und oben das halt die Speerkrieger mit plus Bogenschützen extrem gut hinkriegen. Lasst keinen am Leben. Wenn jetzt auf Stufe 15 kommen würden, wäre das natürlich genial. Nicht länger besudeln. Was ist denn hier? Destroy all Goblin Camps, defend Lady Galadriel and the Hobbit against the Goblin Assault of Carlos. Und ja, ich spreche die Sachen immer falsch, weil ich einfach zu blöd bin, das zu sagen. Löscht sie aus!
sind endlich mal von unten. Ich will endlich durch die ganzen Goblin-Löcher durchlaufen. Problem, das funktioniert nur, wenn die Angriffe nicht mehr auf unseren Hauptangriffsdivisionen liegt. Oder die werden sich jetzt auch umdrehen. Und dann höchstwahrscheinlich uns attackieren. Aber hier scheinen wir es bis jetzt ganz gut halten zu können. Obwohl es fast eine Dauerwelle ist. Aber das ist gut zu wissen, dass das so easy zu defenden ist. Hätte ich schlimmer erwartet. Hätte ich schlimmer erwartet. So. Unser Pfad ist sicher. Jetzt geht's los. Jetzt kommen sie auch hier hin. Aber durch die Bogentürme und alles und die Schwertkämpfer am Boden sind wir da relativ gut vorbereitet. Der Feind ist hier. Relativ würde ich jetzt... Aber wir haben halt für einfache Angriffe genug Divisionen dastehen, die alles halten können, was da über den Turm geht, wenn mit zwei Türmen. Sich um die unbedingt die größte Schwierigkeit zu so, wo war das andere Loch? Da muss ich hier einmal außen rum oder hier wäre schlau, einmal hinzulaufen. Mutig voraus. Hier. Kommt Leute, zeigt ihnen, was die Elbenkraft kann. Wir können nicht hier bleiben. Mutig voraus. Da, greift sie an. You have desecrated your last forest orc. Das funktioniert echt super. Away with them. Das funktioniert ja supi. Und jetzt haben wir den Igel schon. Alter, wie geil ist das denn? Die Wellen sind zu einfach. Also, die Wellen sind jetzt echt easy. Da hätte ich echt schlimmer erwartet, dass ich diese Wellen überstehen würde. Aber das ist ja echt ein Piece of a Cake, würde ich mal sagen. Ich hätte sogar mit 1-2 Division einfach rausrennen können. Das wäre genauso gut gegangen. Hier. Das ist echt... Okay. Komplett verwirrend zu den anderen Spielstilen, wie sonst wir es immer hatten. Mutig voraus. Bogenschützen, Feuer! Vernichtet sie. Bis zum letzten. Wir können nicht. Und jetzt geht's auf die Baracke. Ist ja nicht die letzte Baracke, die sie hier stehen haben. Also die Speerkämpfer, die leveln halt gut. Die werden relativ schnell die erste Stufe, so dass sie dann Bannerträger haben und alles. Jetzt haben wir alle Outposts destroyed. Jetzt gehen wir mit dem Heer wieder zurück. In die Hauptabteilung. Wir gehen auf sicheren Boden zurück. Und verteilen dann wieder die Division mal. Oh, wo kommt ihr her? An die Waffen. Der Feind ist hier. Der Feind ist schon die ganze Zeit hier. Also jetzt tut man nicht so, als ob er die ganze Zeit nicht da gewesen wäre. So. Sie brauchen unsere Hilfe. Ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, wo wir welche Division aufstellen. Dafür müsste erstmal das ganze Heer wieder zurück nach Hause. Nach Hause. Die Fälle, ach, haben wir auch geschafft. Nice. War's das? Bitte? Bitte, bitte, bitte? Eight that are here, yet nine there were sent out from Rivendell. Tell me, where is Gandalf? For I much desire to speak with him. He was taken by both Shadow and Flame, a Balrog of Morgoth. For we went needlessly into the net of Moria. Needless were none of the deeds of Gandalf in life. We do not yet know his full purpose. What now becomes of this fellowship? Without Gandalf, hope is lost. Ohne Gandalf ist the hope lost. On the edge of a knife. Genau. Stray but a little and it will fail to the ruin of all. Yet hope remains while the company is true. Do not let your hearts be troubled. Go now and rest. Also alles zusammengeschnitten, man hört so den Stimmenunterschied immer wieder zwischendurch. So extrem, wenn du das hörst, weil es sind verschiedene Szenen und dann halt die verschiedenen Stimmenunterschiede, das ist brutal. Never before have we clad strangers in the garb of our own people. May these cloaks help shield you from unfriendly eyes. Ich
Ich glaube aber, diese Mission. Farewell, Frodo Baggins. I give you the light of Erendil. Da ist voll viel Arbeit drin. Light for you in dark places, when all other lights go out. Wie brutal der Aufwand in diesem Mod ist. Selbst die Szenen noch mit dem Schiff haben sie gemacht. Das ist brutal. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben es geschafft, Galadriel und die Ringgemeinschaft zu schützen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Mission namens Breaking of the Fellowship wieder. Also, bis dann. Ciao.